Ja, hallo und herzlich willkommen, lieber Anime-Freund, zu einem weiteren Anime-Unboxing hier auf meinem kleinen Kanal. Und vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Ich stelle dir nun gleich im Anschluss zu dieser Einleitung hier ausführlichst die sogenannte, ich nenne sie mal Blue Edition, zu dem Anime Weathering with You vor. Es gibt noch eine weitere Edition, die nennt sich White Edition. Die werde ich in einem separaten Unboxing-Video dann für dich nochmal präsentieren. Und das findest du dann vielleicht unter dem Video verlinkt. Natürlich gibt es noch eine weitere Edition, nämlich ein Steelbook mit 4K UHD-Disc. Das habe ich mir jedoch nicht gekauft, aber du siehst ja hier alle nötigen Informationen Stück für Stück eingeblendet. Du kannst das gerne jederzeit hier pausieren, dir das alles durchlesen in Ruhe und in die Infobox unbedingt reinschauen für alle nötigen, wichtigen Informationen, die dir eventuell auch weiterhelfen können in Bezug zur Edition oder alles weitere, vielleicht ein Trailer. Alles unten in der Infobox für dich verlinkt. Und ja, das wär's zur Einleitung von meiner Seite aus und ich wünsche dir nun viel Spaß im Anschluss mit dem ausführlichen Unboxing zur Blue Edition. Ja, ihr Lieben, und los geht es nun mit dem Unboxing zur Blue Edition, wie ich sie ja getauft habe, von Weathering With You. Und wir legen als allererstes, ihr kennt das Spiel, wieder los mit dem Flyer. Wir haben hier einen kleinen Viertelteil und hier seht ihr schon einen kurzen Einblick, was euch so erwarten wird. Auf der Rückseite sehen wir dann in der totalen dieses Design hier. Und aus der Nähe betrachtet sehen wir hier ganz deutlich, die Scene-Shots sind voneinander getrennt. Wir haben dann da unten drunter den Beschreibungstext. Ich hoffe, ihr könnt ihn gut erkennen. Es leuchtet vielleicht etwas zu stark. Wir haben dann hier in dem blau abgesetzten Rahmen mit weißem Text ein paar Angaben zu dem Extras, was euch hier so erwarten wird. Und das haben wir hier dann nochmal illustriert. Wir haben hier das Digipack, die Datenträger, den Schuber, das Buch und so weiter und so fort. Ihr seht es ja selbst. Und dann haben wir hier nochmal die technischen Angaben zur Blu-ray selbst. Und ihr könnt gerne das Bild anhalten, euch das in Ruhe einmal durchlesen, wenn ihr mögt. Und last but not least, auf dem Zwischenteil hier, auf dem Flyer, steht dann hier der EAN-Code zum Bestellen. Ja, das Ganze ist hier lose drauf gemacht auf diesen Schuber und das finde ich super gelöst. Da kann man das einwandfrei abnehmen, ohne irgendwelche hässlichen Spuren zu hinterlassen. Und somit wären wir an der Stelle durch mit dem Flyer und kommen nun nach einem kurzen Cut zur Box an sich. Ja, und weiter geht's an der Stelle nun mit der Box und ihr seht schon, wenn ich die hier hochhebe, mein Scheinwerfer ist extrem am Reflektieren. Ganz klar ist das hier eine Hochglanzbox und die Verarbeitung ist genauso wie das Motiv einfach traumhaft. Und glaubt mir, wenn ich sage, in Natura sieht das noch viel, viel schöner aus. Wir schauen uns das selbstverständlich noch näher an. Ihr seht hier ganz klar den Zeichenstil. Und Weathering with You geht so ein ganz klein wenig dezent unter im Hintergrund. Aber wenn da Licht drauf fällt, das ist wirklich ein Traum, wirklich wahr. Also wunderschön, diese kleinen Details hier, wenn man das näher ranholt. Also Wahnsinn. Richtig, richtig cooler Perleffekt hier. Man kann mich hier teilweise sehen in der Kamera. Es ist enorm reflektierend. Das Motiv geht übrigens hier unten auch weiter. Ihr seht ihr hier deutlich an den Wolken und auf der oberen Seite, gut, ist jetzt ziemlich blau, aber da seht ihr auch, dass das Motiv mit herumgeht. Da haben wir hier oben ebenfalls wieder Weathering with You draufstehen. Auf dem Spine seht ihr auch ganz eindeutig, die Wolken gehen mit auf das Spine über. Und hier steht auch wieder Weathering with You drauf. Unterseite hatten wir schon, das ist die Seite, wo ihr die Box dann öffnet. Und ihr seht auch hier wieder, das Motiv geht komplett mit herum. Das ist wunderschön, dass das hier nicht unterbrochen wird. Ja, und die Rückseite natürlich, schaut euch das mal an. Also wie gesagt, in Natura ist das noch viel, viel schöner. Glaubt mir das, das ist noch viel geiler als das Frontmotiv, finde ich. Denn durch diese Glanzfolie kommt das hier extrem gut zur Geltung. Diese einzelnen Reflektionen hier von dem Regen und Wolken im Hintergrund, also sagenhaft schön, wirklich wahr. Ich hole es nochmal näher ran. Ich hoffe, es reflektiert nicht zu stark, dass ihr das gut sehen könnt. Und auch das Motiv, was hier gewählt wurde, ist wirklich sehr passend zum Anime. Und ich kann mich absolut nicht satt sehen. Es ist richtig geil. Ja, das einzige Manko ist vielleicht, dass dieser Schuber hier extrem straff ist. Also ihr müsst höllisch aufpassen, dass ihr da nichts kaputt macht.
Wir haben hier das Digipack, das schauen wir uns gleich im Verlauf des Videos noch an. Dann dieses richtig fette, dicke Booklet, das kommt auch noch. Jetzt geht es erstmal weiter mit dem Innenleben von der Box. Und die ist hier im Innenleben sehr rau, da wurde keine Folie verwendet. Das Motiv ist auch hier nahtlos, das heißt, es geht auch in diese Laschen mit hinein. Auch im unteren Teil seht ihr, ja gut, hier ein bisschen wurden die Knickfalz da noch mit rumgemacht, aber ihr seht, wenn dieser Knick nicht mit drinne wäre, geht das komplett mit rum. Ein wirklich sehr schönes Motiv. Ja, fast dasselbe wie hier auf der Front. Ich hole es auch hier mal näher ran. Ist ja jetzt nicht viel zu sehen, außer Wolken und ein bisschen grün, aber ist es wirklich auch sehr gelungen, wie ich finde. Cool, dass man das hier nicht einfach weiß gelassen hat. Das einzige Problem, was die Box vielleicht noch hat, ist hier die Verarbeitung an den Ecken. Ich weiß nicht, wie gut man das jetzt hier einfangen kann. Ihr seht schon, die hat hier dezent gelitten. Hier oben auch. Ich weiß nicht, könnt ihr das sehen hier? Es ist so ein bisschen merkwürdig, aber naja, gut, das ist so der Nachteil, wenn man hier so einen Knick drin hat. Naja, gut. Aber ansonsten ist das wirklich eine sehr, sehr gelungene Box. Aber ich will mich jetzt nicht weiter an der Box aufhalten. Wir machen jetzt selbstverständlich weiter mit dem Booklet und dem Digipack selbst. Ja, und ich würde sagen, wir heben uns das Booklet bis zum Schluss auf und machen nun an der Stelle mit dem Digipack weiter. Und das ist, also qualitativ ist das hier wieder auf höchster Güte. Das ist ebenfalls wieder reflektierend, ganz klar, weil es hochglanzbeschichtet ist und fühlt sich sehr, sehr glatt an und ein Traum, die Bedruckung. Leute, das ist der Wahnsinn. Kräftige, satte Farben, Kontraste, ein sehr, sehr schön gewähltes, atemberaubend, schickes Motiv. Und leider muss ich sagen, hat man hier vergessen, vom Digipack diesen Mittelteil hier mit zu bemalen, sage ich jetzt mal. Denn so wäre das viel cooler gekommen, wenn man das einheitlich gemacht hätte. Hier haben wir übrigens nochmal dasselbe Motiv, wie bereits hinten auf der Box zu sehen war. Ihr seht es hier nochmal. Ja? Und das ist hier genauso gut in der Umsetzung, tadellos. Ne? Gleiche Qualität, wenn wir das aufklappen, das Digipack, sehen wir hier schon, wo die Reise hingeht. Wir haben natürlich hier wieder richtig coole Artworks. Ich zeige das nochmal in der Totalen, wenn wir das komplett aufgeklappt haben. Da fällt es halt sehr auf, diese weißen Streifen hier in der Mitte. Da hätte man echt was noch sich hätte einfallen lassen müssen. Vielleicht den Titel nochmal draufschreiben oder so. Ich weiß nicht, so sieht es etwas sehr abgehackt aus. Aber die Motive hier, wie gesagt, der Wahnsinn. Ja, wir haben dann hier übrigens die Blu-ray und dann rechts hier drüben, ich hoffe, ja, der Soundtrack. Die richtig rumgedreht? Ich glaube ja, das ist so schief. Hier ist der Soundtrack und hier haben wir dann die Blu-ray mit dem Film. Und ja, der Druckpunkt ist sehr angenehm. Man kann das einwandfrei rausholen, ohne sich da einen abzubrechen bei. Wir haben hier natürlich in der Seitenlasche dann die Extras, die kommen als nächstes. Die nehme ich erstmal raus. Hier innen drin auch alles hochglänzend, sehr weiche Beschichtung, hochwertig. Ihr seht schon, das Motiv ist hier ebenfalls wieder der Himmel, wie schon auf der Box zu sehen war. Und es ist wirklich nur minimal getrübt durch die Plastik. Wir haben auch keinen Plastikbomber hier. Ich klappe das nochmal an der Stelle zusammen und zeige euch das mal. Das sind wirklich sehr, sehr dünne Plastiktrays. Wunderbar. Großes Lob an den Publisher hier, der das rausgebracht hat, dass hier auf solche fetten Plastikbomber verzichtet wurde. Und jetzt geht es natürlich weiter mit den Extras. Und wir haben hier einmal diesen Clear Sticker, oder wie das betitelt war. Und 1, 2, 3, 4 wirklich sehr große Postkarten. Die fühlen sich sehr weich an, also es ist nicht billiger Karton. Allerdings auf der Rückseite merkt man ganz eindeutig dieses Postkarten-typische Karton-mäßige. Und wir haben natürlich hier alles gleich auf der Rückseite, ne? Deswegen zeige ich das jetzt nicht explizit jedes Mal. Wir haben dann diese wunderschönen Motive. Die sind alle von den Farben her satt und kräftig. Wunderbar. Und die gewählten Motive hier gefallen mir allesamt sehr gut. Sehr aussagekräftig. Und spiegeln wirklich den Inhalt des Animes sehr gut wider. Auch eine sehr coole Szene da in dem Park. Wo er denkt, die beiden haben eine Beziehung, obwohl... Nee, ich will jetzt nicht spoilern, entschuldigt. Da wäre mir beinahe was rausgerutscht. Aber ja, das wäre es zu diesen Postkarten. Dann haben wir hier diesen sogenannten Clear-Sticker. Das könnt ihr hier ausschneiden.
dann ans Fenster kleben. Wenn ich das richtig verstehe, müsste das von beiden Seiten dann gut sichtbar sein und hinten ist das halt schneeweiß. Das wäre es an der Stelle zum Digipack und den Extras, die da drin sind. So, geh rüber. Ja, und als nächstes schauen wir uns natürlich nun, last but not least, dieses wirklich mega fette Booklet an. Also Wahnsinn. Bleibt dran, es geht gleich weiter. Ja, und zu guter Letzt kommen wir nur noch zum Booklet, aber keine Sorge, ich blätter das jetzt nicht Seite für Seite durch. Das sind, glaube ich, über 100 gewesen. Ja, erstmal was zur Verarbeitung. Hochwertiges, sehr weiches, glattes Papier und die Bindung ist natürlich hier diese Klebeform. Und schaut euch mal an, wie fett das Teil ist. Es ist natürlich jetzt durch diesen Schuber, also durch diese Box, etwas ja, gebogen, weil das einen kleinen Tick zu breit ist, aber das kann ich verschmerzen. Bei dem Inhalt, der Qualität hier, schaut euch mal an, wie viele Seiten das hat. Alter Schwede. Ja, ich blätter das mal hier sporadisch durch und erzähle euch ab und zu mal ein paar Sachen dazu. Die Motive, die Bilder, die Qualität, also es ist der Wahnsinn, wirklich wahr. Es ist echt für jeden was mit dabei. Wir haben hier Interviews zu den Synchronsprechern. Und die Bilder immer zwischendrin, das lockert immer alles sehr gut auf. Die Texte sind gut lesbar, gut strukturiert, wirklich massenhaft. Illustrationen, wir haben auch Character Designs für diejenigen unter euch, die sowas mögen. Das kommt natürlich ebenfalls noch. Und wie gesagt, die Bilder von... Es ist perfekt, als hätte man wirklich den Anime angehalten, das Bild genommen und hier reingemacht in höchster Auflösung. Das ist, so stelle ich mir ein Booklet vor, von der Qualität. Es muss natürlich nicht immer so ein richtig fettes sein wie hier, aber der Wahnsinn, wirklich wahr. Da wurde sich echt viel Mühe gegeben, diesen Anime hier entsprechend würdig zu präsentieren. Und cool, Wahnsinn, wirklich wahr. Was hier an Informationsgehalt drin ist, hier sind dann die Character Designs, was ich eben schon angesprochen hatte. Für Fans da draußen, die sowas mögen, ist hier auf jeden Fall auch viel am Start. Und es geht hier mehrere Seiten lang. Das ist... Ich weiß nicht, ich bin sprachlos, wirklich wahr. Das ist traumhaft schön. Der Wahnsinn. Und dann hier, was ich schon gesagt hatte, dann gibt es hier auch noch sehr viele Illustrationen. Alle von perfekter Qualität. Das Papier... Es passt halt. So muss es sein. Von mir aus immer gerne so. Hier wieder ein paar Artworks. Sehr schön. Ich blätter jetzt mal hier so ein bisschen schneller durch. Wir auch langsam mal zum Ende kommen, weil ihr seht schon hier, das geht ja immer noch weiter, ne? Irre. Wie viel Mühe und Kleinarbeit da drin gesteckt haben muss, ich weiß es gar nicht. Hier ist die Endszene. Und ja. Das war's zum Booklet und gleichzeitig auch zu meinem Unboxing von dieser Edition. Ich lege das mal hier so ein bisschen noch hin und irgendwo ist hier noch der Schuber. So, und das wär's zur Blue Edition und wen das interessiert, auf meinem Kanal werdet ihr dann auch demnächst dann das Unboxing zur sogenannten White Edition finden. Das ist diese hier. Das folgt dann in einem separaten Video. Das war jetzt erstmal die Vorstellung zur Blue Edition und ich hoffe, ihr bleibt noch dran bis zum Outro, denn das kommt nämlich jetzt. Ja, und somit wären wir auch wieder mit diesem Unboxing-Video durch zu Weathering with You, der Blue Edition, wie ich sie genannt habe. Und ja, es gibt so ein paar kleine Macken an der Box, aber ich muss sagen, mein Fazit sagt hier ganz eindeutig Kaufempfehlung, Daumen nach oben. Die Box lohnt sich definitiv, auch wenn der Preis etwas happig ist. Ihr wisst ja, Animes sind nicht gerade billig in Deutschland, aber die Box ist wirklich sehr hochwertig verarbeitet, das kann ich euch versprechen. Und ja, das war auch nicht einfach, die Box zu bekommen, denn Amazon hat da echt wieder ordentlich was schleifen lassen in puncto Versandverpackung und ich habe die Box insgesamt dreimal retournieren müssen und deswegen hat es echt so lange gedauert, euch die endlich jetzt hier präsentieren zu dürfen.
Die White Edition folgt noch innerhalb der nächsten Tage. Achtet da einfach mal auf meinen YouTube-Kanal. Wenn euch dieses Video gefallen haben sollte oder irgendwie hilfreich war, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr dem ein Däumchen nach oben geben könntet. Und viel besser noch wäre, wenn ihr den abonnieren könntet, falls noch nicht getan. Und auch das Glöckchen zu aktivieren, damit ihr auch in Zukunft kein weiteres Unboxing-Video mehr verpasst. Und ja, ich bedanke mich bei allen Zuschauern und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr das Video hier angeklickt habt. Euer MovieFan1982 ist raus aus dem Video. Macht's gut. Ciao, ciao.